Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und wir haben heute wieder ein Fanpost-Video für euch. Wir haben nämlich wieder Fanpost bekommen, einmal ein richtig schönes großes Päckchen und mehrere Briefe und einen großen Umschlag. Wollen wir mit dem hier anfangen? Der ist super cool, da ist quasi eine Schleife drum. Ich packe einmal das Päckchen an die Seite. Ich habe hier übrigens alles schon aufgeschnitten, damit wir es etwas einfacher haben. Und dieser hier war wirklich wie so ein Geschenk zugebunden mit so einer lilanen Schleife, total cool. Da stand kein Name drauf, deswegen einmal ein Fragezeichen vorne. Und wir schauen einmal rein. Oh, da ist auch ein Loch an der Seite. Hoffentlich ist da noch nichts rausgefallen. Wir hoffen einfach mal. Es sind noch reichlich Sachen drin. Wir dürfen es vorlesen, steht hier drauf. Ich schau mal. Da ist noch mehr. Hallo liebe Kathi und liebe Eva, ich bin euer größter Fan. Danke. Ihr dürft meinen Namen und mein Alter sagen. Mein Name ist Josephine und ich bin 11 Jahre alt. Und ihre Handynummer hat sie auch drauf geschrieben, die sage ich jetzt aber mal nicht laut. Ah, guck mal hier, die hatten wir doch letztes Mal auch schon mal. Das sind so kleine Figürchen, die kann man so runterdrücken. Und die springen dann. Die springen dann. Genau, da haben wir einmal Polen. Und es ist weggesprungen. Naja, wir suchen die gleich wieder. Hier ist ein Rückumschlag. Und hier ist einmal der coole Panda, den Nina gemalt hat. Oh, der ist so cool. Ich bin gruselig. Ja. Hier haben wir so kleine Oktopusse. Die habe ich mal gemacht, bei Kids Club. Ja. Die sind auch total witzig, finde ich. Hier sind so Pfeifenputzer mit drin. Da hat mal jemand irgendwie total darüber gelacht in den Kommentaren, dass ich das Pfeifenputzer nenne, aber das nennt sich die auch nennen so. Ja. Steht auch, also da steht ja auch drauf. Ursprünglich, damals hat man damit immer seine Pfeife geputzt. Als man noch Pfeife geraucht hat. Ich habe aber noch nie Pfeife geraucht. Ich habe auch gar keine Pfeife. Also man kann die auch haben, ohne Pfeifen zu haben. Genau, man kann damit auch schön basteln. Richtig. Ich glaube, dafür werden die hauptsächlich heute hergestellt. Ja. Besonders in diesen schönen, bunten Farben. Krepppapier. Das ist so ein Krepppapier, genau. In so einem tollen Rot. Und ich habe hier etwas, da steht Vorsicht drauf. Und es ist mir schon etwas entgegengesprungen. Ich glaube, vielleicht ist hier ein Rätsel drin oder ein Puzzle. Ja. Und? Oder sind das so kleine Schnipsel zum Dekorieren? Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht so wie Konfetti. Vielleicht ist es selbstgemacht. Ich denke, dass es selbstgemachtes Konfetti ist. Sehr cool. Vielen Dank. Ich mache das hier auf, da steht drauf. Und danke für die Warnung. Riecht gut. Da bin ich ganz gespannt. Und hier ist wieder so ein ganz langer Brief. Hier steht auch richtig gut. Ich glaube... Ach, guck mal, hier sind so lustige kleine Radiergummis. Die sehen aus wie Erdbeeren, glaube ich. Erdbeeren mit Körpern. Und? Wonach riechen sie? Ja, ich rieche jetzt nicht, dass sie so besonders gut riechen. Wie Radiergummi eigentlich. Also, ich habe hier einmal blumigen Donutgeruch. Ah, jetzt kommt aber hier auf einmal... Das ist der blumige Donutgeruch. Das riecht wirklich gut. Ihr seid cool, ich liebe euch, hört nie mit YouTube auf. Vielen, vielen Dank, liebe Josephine. Das ist ja witzig. Könnt ihr mir bitte ein paar eklige Bohnen im Rückbrief schicken? Ich glaube, das möchtest du nicht. Nee, die sind Bohnen. Wirklich so eklig. Ja, super cool. Ich glaube, wir so, packen das einmal schnell weg. Rückumschlag ja, genau, da waren wir dabei. Hier, okay. Habe ich schon direkt super. In Sicherheit gebracht. Ja. Und dann machen wir das nächste. Hier sind zwei Umschläge. Ich glaube, das sind Cousinen, oder? Ja, die gehören auf jeden Fall zusammen. Ist auf jeden Fall eine Familie. Und es ist einmal von Celina und einmal von Chanel. Und da gab es genaue Anweisungen über Instagram dazu. Weil Chanel soll nur das Bild gezeigt werden. Okay. Total süß auf jeden Fall, dass die hier, das haben die beide gemacht. Genau. Hier unten ein Herzchen und da noch so ein Emoji. So, bei Chanel ist der Brief, der soll auf jeden Fall nicht gezeigt werden. Dann haben wir hier einen Umschlag für Sticker wahrscheinlich und das ist das Bild. Oh, das ist auch wirklich schön. Oh, das ist richtig süß. Inspiration, Eva und Kathi, bester Kanal der Welt. Habt euch lieb. Und ich habe hier so ein kleines erstmal von Celina. Do It Yourself Inspiration, bester Kanal von Celina. Ich schaue einmal weiter. Hier ist der Brief. Oh, der ist auch richtig lang. Also Celina ist 11 Jahre alt und da steht auch bitte nicht vorlesen. Oh. Wobei sie, glaube ich, geschrieben hatte, wir dürften ihn vorlesen. Also das war jetzt über Instagram nochmal anders abgeklärt. Naja, ich glaube, wir lesen uns lieber alleine durch. Genau, wir lesen uns den mal alleine durch. Die haben ja ihre süßen Bilder auf gezeigt. Auf jeden Fall.
bevor wir hier noch was vorlesen, was wir nicht vorlesen sollen, ja, sind wir da lieber etwas vorsichtiger. Wir gehen dann nochmal ganz sicher. Sie schreibt, sie hat uns lieb und wir inspirieren wir sie. Wir freuen uns auf jeden Fall über Chantal und Selinas Briefe, auch die Umschläge. Oh, ja. Chanel und Selinas Briefe. Vielen Dank, ihr beiden. Ja, und total süße Bilder. Und ich glaube, als nächstes hole ich mal hier den Karton hoch. Ui, das ist ein großes Päckchen von Amelie. So, das fallen mir direkt Glitzersteine entgegen. Boah, das ist bis oben hin vollgepackt mit richtig schön ganz viel gebastelten Sachen. Oh, da fallen Glitzersteine raus. Ich nehme es dir ab. Oh, wow. Hier sind jede Menge Glitzersteine. Und so viele Sachen. Ich bin gerade so ein bisschen geschockt. Ja. Ich hole das aber hier. Ja. Oh Gott. Hier sind noch bunte Papierstreifen. Oh je. Hier ist was Gebasteltes. Hier sind noch so Schleifenbänder. Ein Notizbuch. Und hier ist noch ein ganzer Block mit so Papier zum Gestalten. Wunderschön. Wow. Aber wir haben auch gesagt, ihr sollt sowas für euch behalten, damit ihr basteln könnt. Gott. Ah, es ist so viel und so schön. Wollen wir, wo fangen wir an? Vielleicht ist für hier euch. Das sieht aus wie ein Brief. Hier oh nee, das ist kein Brief, sondern das sind noch mehr Glitzersteine. Hier ist ein Rückumschlag, den lege ich einmal runter. Hier ist ein Türfüll. Eine Wundertüte. Auf jeden Fall super schön alles. So, für die besten YouTuber der Welt. Eva und Kati, ich liebe euch, eure Amy. Und genau, es ist der Brief. Ich bin Amelie, mein Spitzname ist Amy oder Ami vielleicht auch. Ich bin 12 Jahre alt und liebe euch und euren Kanal. Ihr seid so nett und humorvoll. Ich schaue jeden Tag eure Videos, weil ihr mich immer zum Lachen bringt. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und dann macht sie, glaube ich, noch ein paar Vorschläge, was wir so... Nee, das sind Fragen. Ob ihr, also sie fragt als erstes, ob ihr unsere, also ihre Geschenke an uns gefallen. Also wow, wir sind total überwältigt gerade. Dann möchte sie, dass wir ihr auf Instagram folgen. Das machen wir auf jeden Fall. Und wir sollen Kan und Nina grüßen, das machen wir auch. Ich glaube, wir folgen dir sogar schon. Und sie wünscht sich, dass wir ihr antworten. Du bekommst auf jeden Fall einen Brief von uns. Und ich glaube, wir können den Brief auch einmal so zeigen. Da sind auch noch überall so Glitzersteine. Hier ist so ein kleiner Glitzer-Teddy noch da oben. Also echt cool gemacht. Wow. So, eine weitere Anleitung war jetzt nicht dabei. Wollen wir hier mal kurz reingucken? Nee, das sind auch Geschenke. Das sind Geschenke. So, wenn, ich denke, wir können das jetzt einfach alles auspacken. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Türschild. Und da ist es super süß mit Washi-Tape gemacht. Mhm. Das ist richtig cool, wie hier so runterhängen, die kleine Fähnchen. Hier wachen... wir sind doch keine Hunde. Hier wachen Kathi und Eva. Total cool. Und dann gibt es für jeden von uns eine Wundertüte. Okay, und ich glaube, meine Wundertüte ist die, wo schon ganz viel rausgefallen ist, ne? Das ist gut möglich. Ich schiebe das mal so ein bisschen zusammen und dann können wir das gleich... Ich finde das auf jeden Fall schon mal super cool. Ich liebe so Glitzersteinchen. Ja. Ich bastel da auch immer ganz gerne mit und klebe das überall drauf. Also da hast du mir auf jeden Fall schon eine große Freude mitgemacht. Hier sind noch überall Glitzersteinchen. Und ich habe in meiner Wundertüte ein mini kleines Eis aus Wolkenstein. Ich habe da, oh, ein Einhorn. Ein Einhorn aus Wolkenschleim. Wie cool. Und das hier, was ist das? Ein Fernseher vielleicht oder ein Radio? Ach nee, eine Kamera. Das ist eine Kamera. Und dann habe ich noch so zwei kleine Tesa-Abroller. Da sind so kleine bunte Klebebänder drauf. So ähnlich wie Washi-Tape. Von denen habe ich hier auch zwei und ich habe hier auch ganz, ganz viel Glitzer drin. Und ich habe hier noch so einen hübschen Spitzenstoff. Ich habe hier so einen Glitzerstoff mit Pailletten. Nicht mit Pailletten, sondern mit so Glitzersteinchen. Dann habe ich zwei kleine Dosen. Einmal ist da Glitzer drin und einmal Perlen. Und ein Mini-Oktopus aus Wolkenstein. Der ist auch richtig süß. Ja. Und noch viel mehr Glitzersteinchen. Ein Lolli. Die packe ich lieber erstmal hier rein. Dann sind hier auch noch zwei Päckchen Perlen. Ich packe mal meine Sachen wieder hier rein, damit der Tisch schon mal wieder ein bisschen leerer ist. Ne?
Und ich habe hier so ein kleines Figürchen, so einen kleinen Schornsteinfeger, so einen Glücksbringer. Und ja, super viele richtig coole Glitzerscheinchen. Ich gucke mir die auf jeden Fall gleich nochmal ganz in Ruhe an. Aber richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Ich lege meine auch erstmal hier wieder mit rein. So, das habe ich ja gerade schon gezeigt. Das ist ein super schöner Block. Da sind so einfarbige Pappen. Die sind immer von hinten weiß und von vorne farbig. Und hier ganz vorne dann noch diese ganz besonderen mit einem Vogel und mit einem Blumenstrauß. Das hat auch so eine leichte Struktur. Ja, das ist so sehr. Also die hinten sind, glaube ich, etwas dünner und vorne, das ist so eine richtig, richtig Pappe. Dicke Pappe, ja. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Hier sind einmal so Styropor-Eier. Das ist einfach so ein kleiner College-Block. Und vorne drauf, das sieht so ein bisschen aus wie so Apps. Wow, cool. Was ist das? Hier, das sind so Eier und Kugeln und dann ist hier noch so eine Scheibe drin. Die sind dafür da, dass man da Pailletten draufsteckt. Und die Pailletten hat sie uns hier noch dabei gepackt. Und da sind auch noch diese kleinen Nadeln dabei. Da ist auch schon bei einem so ganz leicht der Anfang. Genau, so wird das dann besteckt. Ah, okay. Und hier ist wirklich eine Riesendose voll mit Pailletten. Und hier ist auch noch eine kleine Anleitung von ihr dabei. Ich stelle das einmal kurz hin. Ups. So, Anleitung. Man nimmt die Pailletten, steckt eine Nadel in die Mitte der Paillette und steckt dann beides in die Kugel. Und das macht man, bis die ganze Kugel voll ist. Und dann kann man die aufhängen oder hinstellen. Und die glitzern dann auch richtig schön. Hier, das hatte ich ja eben schon gezeigt. Hier sind so nochmal so ganz interessante, zum Beispiel auch so ganz große Sachen zum Aufkleben. Das ist aber auch richtig, richtig schön. Ja, das stimmt. Wow. So viele coole Glitzersachen. Die sind auch sehr super cool. Ja. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Auch mit diesen Neonfarben finde ich das cool. Richtig cool. Ich packe mal alles, was wir schon gesehen haben, immer an die Seite, damit wir überhaupt hier irgendwann durchblicken, was wir schon alles... So viele schöne Geschenke. Achso, das war der Brief. Wir hoffen, du hast noch Sachen zu Hause, ja, dass genau. du noch was basteln kannst. Hier, auch super schön, diese Papierstreifen und das auch so Silber und Gold mit dabei. Für Basketta-Sterne. Ja. Nee, nicht für Basketta, für Fröbelsterne. Oder man kann da auch sonst ganz viele coole Sachen mitmachen, finde ich. Das sind Papierstreifchen. Das sind Schleifenbänder. Bisschen weihnachtlich vielleicht, so mit Gold, aber kann man ja auch immer mit Gold. Und das hier ist wie so ein kleiner Traumfänger, so ähnlich. Ne? Oder wie so ein Drache. Ja. War auch total die schöne Technik. So, ich glaube, das haben wir jetzt alles gesehen. Und, ach so, das ist das genau, Türschild. Genau, das Türschild. Das, das finde ich auch super witzig. Hier wachen Kathi und Eva. Eva und Kathi. Also mit hier unten mit den kleinen Wimpeln dran. Und hier sind noch mehr Glitzersteine. Noch mehr Glitzersteine. Die kommen gleich wieder da drüben in die Verpackung. Puh, das war aber ein Riesenpaket. Wow. Haben wir noch Briefe? Ich habe hier jetzt keinen mehr. Oder doch? Hatten wir diesen? Den hatten wir noch nicht. Ja. Von Eileen. Genau. So, und ich schaue einmal. Hier. Kleiner Aufkleber mit zwei Eichhörnchen, die sich küssen und das ist ein Herz. Auf jeden Fall oben so die Herzform mit ihren Schwänzchen bilden. Total süß. Ach, hier sind noch mehr Sticker. Oh! Das sind von, ich glaube, Little Pet Shop. Little Pet Shop. Mir sagen die jetzt nichts, aber ich finde sie auf jeden Fall super süß. Ja, Little Pet Shop. Das sind so kleine Figürchen. Gibt es auch eine App. Genau, hier ist die Aline und sie ist 10 Jahre alt. Oh, und genau, und sie hat uns die Postkarte geschickt. Jetzt weiß ich auch. Genau. Und sie bedankt sich nochmal für die Autogramme, die wir ihr zurückgeschickt haben. Ja, das ist lieb. Cool. Und ein Foto von ihr ist auch noch mit dabei. Ja. Und sie hat uns noch so ein Herzchen gemalt. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch für die kleinen Eichhörnchen. Du hast hier noch Glitzer an der Hand, Eva. Oh, Glitzer. Ich klebe die mal hier dazu. Mach ich mal hier wieder. Ja. Für Eva und Katja. Das war der Brief, den genau. du hattest, ne? Ja. Und das war der Umschlag. Ja, wow.
Das waren wieder echt richtig viele Sachen. Und auch so schöne Sachen. Und so schöne Geschenke und so schöne selbstgemachte Sachen, so schöne Bilder. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt fantastisch. Von uns gibt es einen ganz, ganz dicken Daumen nach oben für euch alle. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt es uns einfach alles unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat bei uns vorbeizuschauen. Genau, da freuen wir uns auch total drüber, wenn ihr uns da einfach mal ein Foto schickt von etwas, was ihr gebastelt habt. Also gerne einfach, wir freuen uns auch über Fanpost, aber genauso auch über eure lieben Kommentare, über die sozialen Netzwerke. Fotos, die ihr uns schickt, Sachen, die ihr uns erzählt, Fragen, die ihr uns stellt. Schreibt uns einfach. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!